Freunde des Charakter-Creators und willkommen zu einer Einführung und noch ein paar Tutorials zum Headshot-Plugin, das jetzt schon einige Zeit auf dem Markt ist, aber mit dem ich mich jetzt auch einige Wochen beschäftigt habe. Und ich würde euch gerne zeigen, welche Erfahrungen ich damit gemacht habe. Zunächst schaut ihr mal hier. Also hier könnt ihr ja schon sehen, das ist das Ergebnis schon von einem Bild. Wenn ihr jetzt hier oben Toolbar eingestellt habt, dann könnt ihr hier sehen, dann hat er das hier aufgestellt und dann können wir hier sehen, da ist das Bild, was als Vorlage dazu diente, um dieses Gesicht zu generieren. Wenn wir jetzt gucken, was Realusion dazu sagt, dann schauen wir uns mal das hier an. Dann sehen wir hier ein Klickkopf-Haargenerator. Da zeigt er viele, viele Köpfe und Gesichter und die Haare, die dazu sind. Und hier unten schreibt er eine umfassende Steuerung hochauflösender Gesichtsdetails. Das ist sehr schön, nachher Mimik und Sprache drauflegen will, kann man das gut gebrauchen. Und dann kommt noch hinzu, dass er, und das ist das Nonplusultra hier, dass er noch gleichzeitig Headshot Morph 1000 Stück dabei getan hat. Also da, ich habe noch nicht lange alle gesehen, aber ich bin schon mehrere Wochen hier dabei, kräftig auszuprobieren. Und wie wir hier sehen können, gibt es Gesichter genug. Hier, aber wie kommt ihr jetzt an die Gesichter? Ich zeige euch jetzt mal die, die ich ausgesucht habe. Das sind die hier, könnt ihr hier sehen. Die sind von mir in wochenlanger Arbeit einfach ausgesucht worden, dass die taugten. Wie kommt man jetzt überhaupt an solche Vorlagen? Ja, und wie ihr hier sehen könnt, habe ich nicht nur Fotografien genommen, sondern mich interessierte auch, wie weit kann man hier von Skulpturen oder von Zeichnungen her, wie kann man von daher ein Gesicht konstruieren und wie gut ist da das Plugin? Das werde ich euch in den Folgen Stück für Stück noch zeigen. Ja, zunächst sehen wir ja, dass die Zielrichtung des ganzen Plugins ja ist, also wirklich naturalistische Köpfe, Gesichter herzustellen, die man nachher in Spielen verwenden kann und die dann sehr gut sind auch für Mimik und Sprache. Aber ich habe mich gefragt, kann man das nur mit Fotos machen oder klappt das auch her, wenn wir alte Bilder nehmen, wenn wir Ölgemälde nehmen oder was es alles so gibt. Da war ich mal ganz neugierig drauf. Und vor allen Dingen ist so, welche Vorlagen bringt das Programm? Woran kann man weiterarbeiten, weiter modellieren? Und was braucht man alles dafür? Und wie schwierig ist das? Und darauf könnt ihr jetzt mal ein bisschen gespannt sein, wie das dann weitergeht. Ja, also zunächst müsst ihr euch ja mal auf die Suche machen. Und am besten, tja, was ist am besten, kann man das mit Google. Hier gibt man jetzt das ein, was man sucht, zum Beispiel japanische Frauen, Porträt, wir wollen die Gesichter ja haben. So, und dann gehen wir noch an, dass wir nur Bilder haben wollen und dann bekommen wir hier eine Auswahl. Wenn ihr die macht, wird die anders aussehen, dann macht er jedes Mal neue Bilder, jedes Mal andere. Hier könnt ihr hier sehen. Und dann ist das natürlich eine unendliche Ausprobieren. Klappt das mit dem Bild? Ist das groß genug? Ist das schön? Und hier oben habt ihr noch die Möglichkeit, hier könnt ihr lizenzfreie Fotos gucken, ja, die ihr so benutzen könnt. Oder ihr könnt auch hier, wenn wir davon weggehen, können wir Geishas uns ansehen. Ja.
So, und in einem dieser Bilder habe ich auch die gefunden, die ihr jetzt in dem Programm sehen könnt. Ja, also den müsst ihr dann hier raus und kopieren, zeige ich euch nachher nochmal. Und wie ihr hier seht, das ist das Bild und das ist das Ergebnis, was er hier anzeigt. Ja? Da sieht er hier 1K-Textur, der macht 3DH, vollautomatisch mit integrierter Textur. Aber wenn ihr hier seht, was er mit den Haaren macht hier, da ist nicht viel. Gleich ist das auch bei Männern, wenn die Bärte haben, da bringt er auch nicht viel. Das müssen wir jetzt kopieren, das habe ich jetzt aus dem Internet geholt. Dann sage ich hier kopieren. So, wenn ich das kopiert habe, kann ich dann hier, seht ihr hier, da ist es denn für einfügen. So, dann füge ich das ein und dann bringt er hier das Bild mit den Möglichkeiten. Dann seht ihr hier die Bodytypen, also die Körpertypen, die hat einmal hier ist das der Korund. Das heißt, das kommt darauf an, welche Figur ihr da schon eingeladen habt. Da setzt ihr dann den Kopf drauf. Oder ihr sagt hier, ihr wollt einen Mann haben oder eine Frau oder ihr wollt es neutral haben. Dann ist so, dass ihr hier sagen könnt, ihr wollt keine Maske oder ihr wollt das Gesicht ein bisschen gesäubert haben oder ihr wollt es ziemlich gesäubert haben oder ihr habt hier, ihr wollt das Skalp haben, das heißt oben den keine Haare, sondern nur die Kopfhaut. Oder und ihr wollt Bart und Kopfhaut haben. Ja? Wir haben also hier, habe ich euch gezeigt, ich habe hier Female genommen und keine Maske. Und da ist dann das hier herausgekommen, das kann ich euch jetzt nochmal zeigen. So, könnt ihr hier sehen, ja, das hat er denn da gemacht. Und wie ihr hier sehen könnt, ist also den Mund, den macht er selber. Den nimmt er hier nicht runter, sondern den nimmt er aus dem eigenen Schatz. Und mit den Augen macht er das genauso. Ihr müsst also die Augen und alles noch nachjustieren. Und wie ihr hier seht, ist auch das Gesicht etwas breiter als hier. Das müsste man aber nachher nochmal machen und gucken, wie es dann aussieht. Dann haben wir hier den Pro-Mode. Und beim Pro-Mode wird er etwas genauer. Das kann ich euch dann jetzt zeigen. Wenn ihr den Pro-Mode jetzt einschaltet, hier seht ihr hier, dann ist das Ganze etwas klarer, etwas deutlicher. Aber die Gesichtsform an sich hat er auch nicht viel verbessert. Aber sie ist schon etwas konturenreicher. Das könnt ihr sehen. Die Haare sind jetzt drauf geblieben. Bei der Szene sind die Haare hier. Die könnte ich auch wegnehmen. Ja, die hat er normalerweise im Pro-Mode nicht dabei. Aber wenn ich hingehe und sage hier, er soll das Korund nehmen, dann behält er die Haare bei, auch im Pro-Mode. Ja, da könnt ihr ja sehen, da ist er im Ganzen etwas besser, das könnt ihr sehen. Und das müsst ihr dann gucken, ob er dann erstmal im Auto-Mode anfängt und dann den Pro-Mode nachschaltet. So, ihr habt jetzt sehen können, wir haben also hier bei dem Plugin noch nichts gemacht, außer hier das Bild eingeladen und hier die Typen ausgewählt. Also wir haben im Moment immer Korund genommen. Und wenn ihr hier sehen wollt, zeigt ihr auch das Bild nochmal, auch wenn er hier drüber geht, springt das hier raus. So, das nehmen wir wieder zurück. Dann können wir uns das hier nochmal ansehen. So, das ist das, was er jetzt im Pro-Mode gemacht hat. Jetzt könnt ihr entscheiden, ob ihr damit zufrieden seid oder ob ihr mehr das hier so sculpten wollt, also so verformen wollt, dass dem hier ähnlicher sieht als hier. Das ist natürlich ein Stück Arbeit, aber das will ich euch im Einzelnen auch noch zeigen. Aber jetzt habt ihr erstmal gesehen, was er macht, wenn er gar nichts macht, außer das Bild einladen und fragen, naja, was macht er denn jetzt daraus? Vielleicht seid ihr euch ja auch damit zufrieden. Und wenn ihr das nochmal überprüfen wollt, könnt ihr ja auch hier nochmal eine andere Textur drauflegen.
Das müsst ihr dann schaltet ihr das hier aus. Ihr könnt ja sehen, hier habe ich noch viele, viele Versuche gemacht. Hier viele. Also um die jetzt zu ändern, müssen wir jetzt hier immer suchen. So, da können wir dann hier, da habt ihr viel mehr. Ja, setzen wir es mal da drauf. Ja, jetzt könnt ihr sehen, was das Programm euch für ein Gesicht geliefert hat. Ob ihr damit zufrieden seid, ja, eben war das die Geisha, da könnt ihr jetzt auch noch weiter dran machen. Ne? Oder ob ihr damit weiterarbeiten wollt. Das ist jetzt erstmal alles, ohne dass ihr irgendetwas gemacht habt, außer das Bild eingeladen und das Programm selber arbeiten lassen. Leider kann man hier an den Augen und an dem Mund oder Ohren vorher nichts auswählen. Ne? Das habt ihr ja jetzt gesehen, wenn ihr das hier habt. Also das ist ja hier nichts auszuwählen. Der nimmt das von selber und dann müsst ihr darauf abwarten, wo setzt er die Augen hin, was macht er den Mund, was macht er mit der Nase, wie nimmt er die Lippen und all sowas. Aber hier habt ihr eigentlich schon ein schönes Gesicht, wo ihr was mitmachen könnt oder euch jetzt entschließen, weiterzuarbeiten. Wie das dann weitergeht im Einzelnen, das zeige ich euch nun mit dem ersten Tutorial. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, bis zum nächsten Mal.